Ich muss gerade alles so ein bisschen sortieren noch in meinem Kopf, was da heute alles passiert ist. Marco hat schon alles zum Spiel richtig wiedergegeben. Aber als allererstes, weil ich es einfach auch selber durch meine Nase mitbekommen habe und mir das auch habe bestätigen lassen, dass da heute im Vorfeld im Gästebereich, keine Ahnung, Buttersäure oder Ähnliches irgendwie verteilt worden ist. Da fehlt mir jegliche Form des Verständnisses. Da muss ich auch sagen, da fehlt es manchen an der Intelligenz. Jeder kann bei uns eine Meinung haben zu jeglicher Situation im Leben, aber auch zum Konstrukt oder zu RB Leipzig. Allgemein darf jeder denken und sagen, was er will. Aber sowas, muss ich ehrlich sagen, da schäme ich mich dafür. Sowas gehört sich nicht. Und deswegen, auch im Namen vom Verein, möchte ich mich dafür entschuldigen. Sowas geht gar nicht. Im Protest kann man auf eine andere Art und Weise letztendlich auch gegenüberbringen. Vor allen Dingen, weil schadet ja am Ende auch uns, muss ich ehrlich auch sagen, das verstehe ich nicht. Warum unterstütze ich da nicht eine Mannschaft, die im Kampf um den Klassenerhalt ist? Aber ich möchte es auch nicht zu viel, weil sonst rede ich mich in Rage und das ist meistens für alle Beteiligten nicht gut.